Welt nur noch eine Verwandte. Und wer ist das? Du. Oh mein Gott. Ich bin deine Tante May. Bei Tante May lernt man was fürs Leben. Auch wenn ihre Erziehungsmethode auf Chicagos feine Gesellschaft zugegeben etwas unkonventionell wirkt. Ich hoffe nur, dass deine Tante May nicht zu diesen Leuten gehört. Die einzigartige Lucille Ball in Maine auf Scene Comedy. Regel Nummer 1, ich bin hier, um zu arbeiten. Regel Nummer 2, keine Jungs. Nun, wenn du sagst, keine Jungs, schließt es dich ein? Oh, Alex! Sie ist extrovertiert assoziativ und du bist intellektuell introvertiert. Oder leinhaft ausgedrückt, Kumpel, sie treibt dich in den Wahnsinn. Eine Begegnung der ganz besonderen Art. Denkst du manchmal nach, bevor du irgendwas tust? Tust du etwas, bevor du denkst? Das kann ja heiter werden. Happy Together auf Scene Comedy. Sie plumpsen aus der Galaxie der Spitzköpfe auf einen Planeten voller Hohlköpfe. Wie können wir denn inmitten der Flachschädel leben? Indem wir zwischen ihnen unterfahren. Ein Trashkurs der gepflegten Rituale. Essen, 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 essen. Putzen, 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 putzen. Inzwischen sind wir amerikanische Staatsangehörige. Ja, aufmachen bitte. Die Behandlungskosten der 124 Weisheitszähne sprengen jeden Kostenrahmen. Und der Elchtest wird noch problematischer. Genügt Ihnen meine Kopfstütze? Ja, danke. Sie sind die soziale Zukunft der Gesellschaft. Solche Leute wie ihn findest du kaum noch. Das sehe ich auch so, Alter. Sparsam, häuslich und fortpflanzungswillig. Du? Ich? Junge. Jane Curtin und Dan Aykroyd sorgen für eine neue Generation leichtgewichtiger Hochspringer, Rentenzahler und Astronauten. Die Coneheads auf Scene Comedy. Das normale Leben ist nie so aufregend wie das richtige Fernsehen. Denn im Leben ist alles klebrig, schmierig und seifig. So wie in einer echten Seifenoper. Also genauso, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Celeste Talbot! Miststück, alte Hexe. Ich hasse sie abgrundtief. Okay, bleibt drauf, Jungs! Wie im richtigen Leben. Dranbleiben, draufbleiben und genießen. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Bei uns werden Ihre geheimsten Wünsche wahr und ehrlich präsentiert. Wie im richtigen Fernsehen oder wie im richtigen Leben. Aber das habe ich ja schon gesagt. Wieso nur wegen mir nicht so, Mr. Bernd? Das ist wirklich unheimlich gut. Dranbleiben, draufbleiben, durchdrehen und noch ein feuchtes Küsschen von Mami. Das ist eine Seifenoper. Sag dich doch. Ich suche eine ganz spezielle Frau. Eine von meiner Art. Es gibt nur eine einzige wie sie auf der Welt. Seine Auserwählte muss direkt in die Hölle. Du bist es. Denn Eddie Murphy will nur das eine. Das Böse ist gut und Sex ist gut. Und wenn man einen bösartigen guten Sex hat, Er will ihr Blut. Just hier. Eddie Murphy hat Angela Bassett zum Fressen gern. Vampire in Brooklyn auf Scene Comedy. Perfekt. Ich kann's doch nicht glauben. Ich bin verheiratet mit einer Millionenerbin. Jack Nicholson und Warren Beatty machen sich ran an das große Geld. Kennen wir uns vielleicht? Doch, Schatz, das, was ich meine, ist dein Ehemann. Doch das große Geld will nichts von ihnen wissen. Das Opfer war eine bezaubernde Person. Mitgiftjäger. Wer war das? Das war das Opfer. Eine rabenschwarze Krimi-Komödie. Auf Scene Comedy. Sie sind sein Vater. Ganz recht. Und seine Mutter ist Chinesin. Ganz recht. Das macht doch nichts, dass Sie einen Sohn haben, Chef. Er ist der Sohn eines Freundes von mir, der gestorben ist. Einen Sohn hat er? Nein, hat er nicht. Es ist nicht sein Sohn. Und die 40 Millionen Dollar gehören ihm auch nicht. Sehe ich aus wie ein Gauner? Schwer zu sagen. Im Zweifelsfall hilft da nur noch göttlicher Beistand oder die gute altbewährte Flucht. Die Chinesen kommen, Boss. Nicht schon wieder. Weltstar Gérard Depardieu auf 180. Hüpfen mich auch nicht an. Schnell, komm! Eine fulminante Actionkomödie mit Starbesetzung. Die Schutzengel auf Scene Comedy.